Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot bei einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Silence Channel 2, einem neuen Horrorspiel hier auf dem Kanal. Ja, es ist ja auf dem Kanal ganz gut angekommen. Facecam, Horror mit meiner Wenigkeit. Danke dafür. Oder auch nicht. Aber wichtig ist dazu zu sagen natürlich, ich bin nur wieder vor der Kamera zu sehen und spielen wird's wieder der gute Harledin. Grüß dich, Harle. So, damit begrüße ich euch. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, genau, ich bin wieder Game Master. Habe ich gelernt im Video. Und ja, sein Channel 2 haben wir schon lange auf der Wunschliste, haben aber nie oder kamen nicht dazu, bis jetzt das zu spielen. Wir haben die 1 gemacht, die ist auf dem Kanal da, könnt ihr euch angucken. Stimmt, ja. Und die 2, wir fanden die 1, glaube ich, nicht ganz so brüllig. Wissen es aber nicht mehr genau, wir lassen uns das einfach mal überraschen. Ich kann es auch nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht mehr. Schon ein bisschen her, Leute. Genau, und für Kackstift in der Hose ist der gute Klunker am Schlüssel. Ja, es ist gut angekommen. Aber vielleicht kriegt es mich ja auch, mal sehen. Und, puh, Leute, ihr macht mich alle fertig. Oh, das ist aber schon, das geht auch schon gut los, ja. Mami, klingt wie mein Sohn, ja. Und so, ja, moin. Oh Gott. Das Spiel ist sehr laut. Es gibt leider in den Einstellungen keine Möglichkeit, das Spiel soundtechnisch runterzustellen. Brauchst du gar nicht zu gucken. Also außer der Mausempfindlichkeit. Aber Sound gibt's nicht. Den müssen wir über den Windows-Sound regeln. Ich habe den schon sehr weit runtergestellt. Sehr, sehr weit. Ich hoffe einfach mal, es passt. Ja, schauen wir mal. Gott. Liebe Entwickler, das so... Mit dem Sound war ja schon immer schlimmer, als ihr da gemacht habt. Aber das mit der, also wer kann mit so einer Maus spielen, Alter? Das ist unmöglich. Das ist für die Leute, die 360 No Scope mal 5 machen. Ja, da kriegst du ja Epilepsie, Alter. Oh Gott, vor allem reagiert die ganz beschissen. Boah, Leute, das wird. Nee, das. Tut mir leid, aber das geht nicht. Das ist einfach zu schnell. Immer noch zu schnell bei 13, ey. Machen wir das hier. Sei mal her. Das schwimmt so noch, siehst du das? Ja, ja, es schwimmt noch. Okay. Okay, jetzt sah jetzt wahrscheinlich auch, weil wir ein bisschen besoffen sind. Okay, gucken wir mal. Was gibt's hier? Irische Türe. E. Natürlich. E. Es ist natürlich zu. Schön, dass E interagieren ist. Ja, soll ich wieder leise sein? Tut's mir leid. Ich muss aber mein Mikrofon ein bisschen... Du bist eigentlich relativ laut auf meinen Ohren. Also ich sehe auch bei OBS bist du eigentlich... Müsstest gut hörbar sein. Passt, denke ich. Das ist schön. Vorstuhl geht nicht, war ja klar. Wer hätte es gedacht? Warte mal, ich guck mal. Flashlight. Geht nicht. V vielleicht? B? Nee, gut. Wir haben es ja wahrscheinlich noch nichts Flashlightisches. Aber da gibt's auch Licht. Ist auch schön hell hier. Ja, schönes Haus hier. War ein Spaß. Ja, alle Türen zu, was ist denn da rotz hier? Finde ich an sich ja, erstmal ja. Gut. Ne? Ich war zu schocken. Weil. Hallo Polizei, du machst die Tür auf. Grundsätzlich. Kann da nichts passieren, das stimmt ja. Genau. Ne? Wir gehen einfach hier den schönen Hauseingang hoch und runter. Und das war's für das Spiel. Mehr machen wir hier nicht. Also, wenn ich hier wohnen würde, hätte ich satt, ey. Kann ja nicht die Bücher aufhören. Balla! Hallo, da kannst du jemand verletzen. Junge, das ist eine Gefahrenstelle hier. Wo ist denn der Hausmeister, wenn man den braucht? Ich wollte mal ein Buch angucken. Siehst du? Das Buch hat mich gerettet. Leute, ich sag's doch, lesen hilft. Lesen hilft. Ich sag's euch immer wieder. So, also da brauchen wir jetzt nicht mal gucken. Da kann nichts passieren. Hier liegt ein Stuhl. Mensch, den soll auch mal wegräumen können, du. Ach, guck mal an, du. Ach, ja, schön. Ist ja auch das Normalste von der Welt. Du machst eine Tür auf und dahinter ist erstmal eine Mauer. Gemauert. Ja, ne, weißt du, da lassen wir es. Da können wir es nicht mehr machen, wenn es nicht mehr klappt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das war. Es war in irgendwo im asiatischen Raum, war das so, dass bei den Wohnungseingangstüren, wenn man reinguckt, erstmal eine Mauer sieht und man immer, also man kann nicht geradeaus in die Wohnung laufen, sondern man muss links oder rechts an der Mauer vorbei. Weil dort der Aberglauben herrscht, dass ein Geist, wenn er in die Wohnung, er kann nicht um Ecken gehen. Das ist richtig. Das stimmt. Das gibt es wirklich. Ich kann aber nicht genau sagen, wo das war. Es war irgendwo auf jeden Fall im asiatischen Raum. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Aber das war auch sehr skurril. Und da war es auch so. Du kommst rein und hast halt einfach erstmal eine Mauer vor der Fresse. Und dann kannst du nur links und rechts vorbeigehen. Vor deinem Gesicht. Die Blöde. So, da war ein Clown. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich mag ja Clowns. Sieht man auch im Namen. Ein Laserpointer. Das ist nicht so geil. Hä? Nee. So aus wie ein Laserpointer ist aber auf der. Okay. Ja, ich hatte es auch gerade. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das. Ach, der rote Faden des Lebens. Der rote Faden des Spiels. Boah, ich weiß nicht, so roter Faden ins Dunkle würde ich nicht vielleicht lang gehen. Nee, aber ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Wahl hätten. Ne? Also, wir können gegen gemauerte Wände rennen. Ja. Uns von Türen erschlagen lassen oder so einen roten Faden folgen.
ist jetzt alles nicht so die geilste Option. Ja, machen wir auf die Bude jetzt, ja. So, ich kann nicht rennen, Leute. Ich hab's schon versucht. Ich weiß nicht, warte mal. Nee, das ist dumm. Wer auch wieder das Spiel selbst... Oh Gott, bin runtergefallen, so eine Scheiße. Wer das Spiel auch wieder selber spielen will, könnt euch runterladen auf Steam. Zieht's euch auf Steam, Leute. Zockt's euch mal rein. Hilft ja nichts. Ich glaube, es geht jetzt schon interessanter los als der 1. Ich weiß aber nicht mehr, ob der 1 auch so ein Spiel war, wo du immer hin und her rennen musstest. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht mehr. Ist einfach zu lange her. Wir haben zu viel gespielt. So, back to... Das war's, oder was? Echt jetzt? War das die Demo? Nee, das war bitter. Das war ein bisschen enttäuschend. Nee, okay. Nein, wir wachen natürlich nochmal hier auf. Ey, Tür zu! Na, Kuckuck. Hey, wer ist da? Das würde mir das aber... Das interessiert mich einen toten Pity. Das gefällt mir aber auch nicht. Das würde mir auch nicht gefallen. Also wenn ich im Bett liege und bei mir geht die Tür auf und es guckt jemand rein mit glühenden Augen, würde ich ja sagen, geh mal zum Nachbar. Ja? Also nicht bei mir, aber jetzt irgendwo, ne? Grenzen darf man auch nicht überschreiten. Akravita. So, pass auf, ja, ich habe keine Flashlight. Puh. Nein, da ist auch nichts drin. Er macht zu die Bude jetzt. Zeig mal her, ja. Letzten Kasten geht nicht auf, okay. Der letzte Kasten ist zugeschlossen. Auch zu. Auch leer, meine ich. Ah, nichts drin. Alter, wer hat solche Schränke und nie irgendwas drin? Das freue ich mich zum Beispiel auch. Die haben manchmal, ja, oder die haben immer in ihre Buden einen Haufen Möbelstecke, obwohl sie die nicht brauchen, weil nichts drin ist. Richtig. Ja. So, ich habe direkt 500 Puls, habt ihr gerade gesehen. Es ist zu dunkel. Das hast du sehr gut erkannt, mein Freund. Es gab einen Kurzschluss. Ich sollte besser... Ich konnte es nicht lesen, war zu schnell. Ich auch nicht, ich kann es auch nicht lesen. Ich versuch's auch gar nicht. Ich nehme jetzt einfach die Bürste und hau den einer auf die Schnauze. Ich gehe davon aus, dass da irgendwo eine Taschenlampe drin ist. Wahrscheinlich. Vielleicht hat sie das auch gesagt, sollte ich Licht einschalten. Ich konnte es halt nicht so schnell lesen, Leute. Sonst hätte ja, ich da... Ja, aber es geht ja nicht. Da haben wir in den Raum den Elektrikkasten, also hier ist Sunny-Kasten, wollte ich schon sagen. Sicherungskasten. Ah, Feuerzeug. Gut. Wer braucht schon eine Taschenlampe, wenn man noch ein gutes Depot hat? Ja. Zack, haben wir immer gut. Die Ziele, alles klar. Also ausbremsen kann ich mich, selber, mit der rechten Maustaste. Das nervt mich, Leute, das hasse ich. Dann lieber macht's so, dass es nicht ist. Ist zugeschlossen, okay. Dann machst du lieber so, dass das gar nicht aufgeht, weil das nervt mich, wenn ich leere Kästen durchsuchen muss. Das geht mir richtig auf den Sack. Obwohl ich da auch so ein bisschen liegt oder so. Es ist schwierig. Ich finde zum Beispiel, also da trennt sich ja auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich finde zum Beispiel auch, wenn du alle Artikel, also du kannst jedes Buch, jede Vase, alles anheben und angucken, aber es bringt dir nichts. Auch blöd. Finde ich einfach, warum? Also es ist zwar cool, das einzubauen, aber dann baut... Who's there? Heilige Mutter. Dann baut lieber was anderes mit ein oder macht mehr Content oder sonst was, aber so sinnlos Artikel aufzuheben, das ist jetzt kein so cooles Spielfeature. Für mich persönlich. Wenn ich jetzt umdrehen würden, fände ich es cool. Nee, ich auch nicht, aber ich mag es auch nicht, wenn du Kästen aufmachst und die sind leer, dann lass es über zu. Ich muss, wenn da ein paar Gegenstände drin liegen, die dir nichts nützen, ist auch doof, ist ja, richtig, aber wenn der Kasten schon ausgeht, dann will ich auch einen Gegenstand drin haben. Ich muss diesen Raum jetzt nicht betreten. Das wissen wir doch gar nicht, ob wir den betreten müssen. Ja, das hat er bei den anderen Räumen auch schon gesagt. Der ist da ein bisschen eigener Kollege. So, wir haben ja jemanden gesehen natürlich, der kann mich mal... So, mach auf und wir werden wieder etwas... Oh, noch mehr Schubkästen, die leer sind. Wie cool, liebe Entwickler. Danke dafür. Ist das doof. Ha. Ich ja schon mal gesagt. So, die Bilder sind kurz hässlich. Aber das ist ja nicht schlimm, das kann man... Ja, hier unten breitet sich aber das Haus ganz schön aus, ey. Das ist jetzt nochmal ganz schön groß. Heilige Mutter. Ist wieder Klassiker, Leute, oder? Ist wieder Klassiker. Wir haben wieder ein 10 Kilometer großes Familienhaus, wo alles zugeschlossen ist. Die Schränke sind leer. Klassiker wäre jetzt, wenn der Fernsehen angehen würde. Ja, das ist auch ganz typisch eigentlich. Das ist wahrscheinlich auch so ein Asset, was gefühlt jedes Horrorspiel irgendwie drin haben muss. Aber meistens kriegt sie ihn auch, ne? Das muss man natürlich auch sagen. So, hier war die Tür, wo der Typ drin war. Ist wow. Natürlich. Da. Oh, haben sie noch schönes Kaminzimmer, du? Nicht schlecht. Aber das ist wirklich eigenartig. Entweder liegt es wirklich an der Engine, aber ich kenne mich da halt zu wenig aus. Aber es ist doch wirklich eigenartig, dass in die Spiele die ganzen Assets in die Wohnungen zu 90% bei den ganzen Horrorspielen gleich aussehen.
die gleichen weißen Schränke. Ne, so, also die, wahrscheinlich ist das auch so ein Baukastensystem. Ich kenne mich halt mit Programmierung nicht aus. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass dieses, was weiß ich, Unreal Engine oder keine Ahnung was, hat halt so auch so ein Baukastensystem und das halt diese Assets und dann nehmen die das halt auch alle, ne? Auch die Wohnung an sich mit den Holzverschlag unten und so, das ist halt so gefühlt bei 50.000 Spielen schon gesehen. Die gleichen weißen Schränke. Wahrscheinlich lebt jeder Mensch gleich auf der Welt. Und hat die gleiche Hauseinrichtung. Nur ein Horrorspiel. Ich glaube, das war das Spiel, wo du die Makroni oder die Nudeln essen musstest. Vorher weiß ich aber nicht mehr genau. In dem ersten Spiel. Das kann ich auch nicht so. So, jetzt bin ich raus. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich schon war und wo nicht. Gute Frage. Hier warst du, glaube ich, noch näher, aber... So. Tja, jetzt bin ich ja verwirrt. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Kann aber auch nichts drücken hier. Hoppala. Also die schwammische Steuerung, Leute, nehmt die bitte raus. Das ist ja zum Heulen. Ja, brauche ich jetzt hier schon? Hier ist ja, ja, hier ist, ja, das ist der Küchentisch. Da warst du gerade. Ah, ne, hier ist die Küche. Genau, hier ist die Küche. Da so. Bist du runtergekommen. Hier ist der Haustür. Rechts ist es der Kamin. Dann bist genau. Du hier hinter. Vielleicht habe ich hier doch was übersehen. Man weiß es nicht. Das war in dem anderen Spiel in der 1 auch schon so, dass die Schubkästen dich weggeschoben haben. Da habe ich mich damals schon aufgeregt. Die Polizei rufen, das Telefon ist im Fernsehzimmer im ersten Stock. Es ist traurig. Man müsste einfach mal lesen. Aber der erste Stock, das ist doch das EG, oder? Oben, oder? Würde ich auch sagen. Ja, aber war da oben im Fernsehzimmer? Ne, hier ist doch ein Telefon. Anstatt der Kurzschluss Telefon erwischt. Die Sicherung ist rausgeflogen. Im Keller wieder einschalten. Okay, eine Tür, wo ein Lamm daneben ist. Tja, dann gucken wir uns die also ganze Chose mal an. Musst du doch diesen ganzen, musst du diesen Aufgaben folgen. Wieder mal so ein Spiel, ja. Die sich ja vorgeben. Na gut, aber hier ist es ja okay, wenn du ins Menü guckst und hast dann gleich Informationen. Auch da, es ist wieder wenigstens auf Deutsch. So muss man es auch mal sehen. Ja. So, wo ist jetzt der Keller? Ah, das Licht ist aber auch schon heftigst, ey. Das ist schon übel, ja. Das war der Haus. Warum muss ich denn wieder in den Keller? Das war mal auch schon. Ja, muss ja hier sein irgendwo. Also kann ja nicht sein, dass es oben. Oben kann ja nicht sein. Nee. Die Tür vielleicht? Nee. War eine kleine Tür. Das war eine kleine Tür, Bild, ja. Das hier, da rechts, jetzt die Tür. Der Keller ist verschlossen, ich muss zuerst den Schlüssel finden. Ah, Mensch. Oh? Das wäre zu einfach, aber. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Eine Batterie? Sicherung. Ach, die Sicherung, die haben wir jetzt schon mal gefunden, okay. Ich muss den Schlüssel finden, willst du mich verarschen? Willst du den Schlüssel hernehmen? Der kann wieder überall sein, Leute. Waschraum. Im Wäschezimmer. Waren wir schon mal im Wäschezimmer? Ich glaube nicht. Ja, doch, oben. Ich war nicht drin, aber ich stand davor. So, gehen wir da hoch. Highspeed, Baby. Zumindest sorgt uns auch das Spiel, wo man den Schlüssel gleich findet. Bin gut, haben wir es gemerkt. Selten, Leute, selten. Das finde ich auch ganz cool gemacht bis jetzt, ja. Ungewöhnlich für so ein Spiel. Aber da brauchst du eigentlich auch die ganzen... Da war irgendwas noch rechter Hand. Jetzt linker Hand. Hinter dir. Noch Stück. Da. Ah, der zweite ist sicher. Alles klar, okay. Wir wissen ja nicht, wie viel wir brauchen jetzt. Ja, wir werden sehen. Boah, das Geflimmer, das Geflacker, das macht mich richtig fertig. Crazy, ja. Gute alte Kellerschlüssel. Keller und Dachboden. Herrlich. Das ist, glaube ich, so... Was willst du mehr an einem Horrorspiel? Gut. Ja. Und die Haltehose fest. Ich habe schon langsam Gänsehaut wieder, aber das ist einfach, die Atmosphäre ist wieder relativ gut gemacht. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Also ich finde es bis jetzt gar nicht so übel. Hä? Okay. Das ist das Phone. Also für die. Aber. So.
Oh Gott. Was war das jetzt? Ich glaube Heiden, ja. Muss ich mich verstecken? Was? Vielleicht mache ich ja Mist, Leute, aber... Ja, die Stimmen höre ich auch, aber ich kann... Ich weiß nicht. Vielleicht ist noch ein anderer Kasten unten. Kann natürlich sein, dass ich jetzt Mist gemacht habe. Die ist verschlossen, okay. Die haben mehrere Sicherungskästen. Da ist noch eine Sicherung. Hallo? Die könnte vielleicht gleich wieder an ein so ein Ding passen. Denkst du? Vielleicht. Oder halt jetzt hinten an dem. Telefon! Ja, siehst du? Ah! Top. Ja, alle Sicherungen wieder drin. Ja, da haben wir schon mal, Leute. Also, Strom ist wieder da. Jetzt müssen wir uns verstecken, glaube ich. Das ist nicht normal, Leute, wenn irgendjemand in dein Haus kommt und gar niemand da hast, der dich fragt, wo du bist. Spätestens, wenn das passiert, meine lieben Freunde. Rennst du weg. Es ist entweder zu spät oder macht euch Gedanken. Nee, nicht mit Wake Up. Das höre ich alles gar nicht. Wieder mal. Das ist aber schade. Hörst du noch was? Kann ich raus? Also ich höre jetzt gerade nichts, ne? Also bedrohliche Musik, aber keinen... Wo ist es hin? Das ist die gute Frage. Es wird uns verfolgen. Es hin. So, jetzt haben wir das hier schon wieder reingeklimpert, aber... Genau, jetzt können wir das Telefon im Dings verwenden. Theoretisch. Genau. Aber ich frage mich halt, wo soll ich mich hier verstecken? Aha! Als hätten wir es gesagt. Oi, oi, oi. Das hat mich wieder erwischt. So, was wollt ihr hier? Was soll das? Cool. Zwei Bord, drei Telefon. Kann ich das drücken? Nee, oder Cursor anzeigen? Hä? Ein Rätsel, oder? No Signal. Ach, das sind bestimmt Kameras, die du überblicken kannst, oder? Finden Sie den Code und verwenden Sie ihn im Fernsehen, um das Rätsel zu lösen. Okay. Finden Sie den Code. Na, ganz toll. Schon, schön. Das kann ja wieder überall sein. Es kann ein Zettel sein. Vielleicht ein Raum, der jetzt erst aufgegangen ist, weil wir ja so weit gespielt haben. Zeigt mir hier an. Was ist das jetzt? Nee, du. Home-Zeitschrift? Das ist auch nicht. Day Night. Beim was suchen wir? Nee, wir suchen den Code. Aber, ja, schon klar, aber inwiefern, ne? Inwiefern, ja. Das mag ich aber nicht an die Spiele, weil die geben dir, also, ja, das Spiel gibt da schon... Na, ich sag doch, jetzt gehen bestimmt neue Räume wieder auf, ja. Das Spiel gibt da schon Tipps, aber... Um die Kamera zu benutzen. Was muss ich drücken, um Kamera zu benutzen? Ich glaube, G stand dort, oder? Ah ja. Oh, die Ansicht macht's auch nicht besser, Leute. Das ist übel. Und hier ist wieder mal unser lieber und alter Freund die Batterie dabei. Ja, die klassischen Batterien. Aha! 8. Okay. 8, jetzt wird die Frage, wo fängt der Scheiß an?
Alles kriegt man raus. Okay, ja, wir haben schon mal eine 8. Also müssen wir noch so leuchtende Zahlen suchen. Brauchen dafür sicherlich die Kamera. Warte mal. Ja. Ganz klar. Ganz klar. Gut, dann laufen wir die Kamera mal durch die Gage und kicken wir mal, wo was ist ja. Im Bad. Im Bad gibt es auf jeden Fall auch einen Code. Weil im Bad, der 6 ja, oben an der Decke. Ja, 6 im Bad. 6 oder 9, je nachdem, wie man es liest. Weil kann ja beides sein. Ich denke, es ist die 6, aber okay, werden wir sehen. 6 und 8. Ja. Oh, 7 über der Tür. Über der Tür. Ne, 1. 1. 1. 6, 8, 1. Okay, noch 6, einer. 6, 8, 1. Krass, dass, dass ich das gar nicht wahrnehme, so richtig. Ist das so schnell? Na gut, wie gesagt. Aha. Und eine 7. Ja, als Zuschauer ist immer was anderes. Das ist ja bei Let's Plays genau das Gleiche. Wenn du zuguckst, dann merkst du, oh, wie kannst du denn das nicht sehen oder nicht wissen? Und wenn du spielst, ist es aber was ganz anderes. So. Wie soll ich das machen? Erstmal einen Cursor machen. Was ist, wenn ich jetzt drücke? Nix. So, okay, das ist Quatsch. Cursor bitte. Ja. Was, ich verstehe es halt nicht. Rechnet der Zahlen runter oder was macht er hier eigentlich jetzt gerade? Weiß es nicht, habe ich auch gerade überlegt. Ich komme auch nicht dahinter. Ach so! Ja, du hast ja oben links hast du die Decke. Und an der Decke war zuerst die 6. Nee, an der Decke. Nee, das Board ist der 6. Ja. Das Telefon ist der 8. Die Tür ist der 1. Und was war das andere? Der 7. Nee, der 7 ist die Tür. Gut. Dann brauchen wir die 1 am Anfang, oder nicht? Genau. 1, 6, 8, 7. Ja. So. Das ist ja schön, aber wie komme ich dorthin? Okay, ich hab's verstanden. Gut. Aha! Eins hat man schon mal. Ach so, wird es eingegeben, immer rückwärts und dann wieder. Aha! Ja, muss aber irgendwie zusammenrechnen. Jetzt das 1 plus 2 ist 3. Plus 3 ist 6. So. Jetzt der 8. Okay. 4, 6, 8. Und jetzt die 1, 6, 8, 7. Das 7, ja, genau. 4 und 7. Verdammt bin ich gut. Aber wie habe ich das gedrückt? Wollen wir ändern? Ne, was habe ich jetzt gedrückt? Welche Taste habe ich gedrückt? Wo ist jetzt das? Ne. Wie konnte ich das bestätigen? Weiß ich nicht, wie du bestätigt hast. Ich kam ja vorhin kein. Ich weiß es auch nicht mehr. Weißt du? Ändern oder irgendwas? Warte mal. Nee, warte ja. Falsch. Dann war es vielleicht doch eine 9 im Board. Gut, das könnte es sein. Geht's wohl. Ja, 1. Dann haben wir gesagt eine 9. 6. 9. 8 jetzt wieder. Dann brauchen wir eine 3, ist der 1. Alter, das Rauschen, Leute, ist so laut. Ja. Wahnsinn. 6, 8. So, und dann brauchen wir die 7. Nein, verdammt.
So. Ja. Jawohl. Da haben wir's. Jawohl, da ist es. So, was haben wir denn in unserem Schlafzimmer? Time to go back to your bed. Ah, okay. Aber wir wollen das vielleicht nicht, ne? Wenn irgendjemand in unserem Haus rumrennt. Nee, das definitiv nein. So, machen wir Feuer an, ja. Oder Kamera oder irgendwas. Jetzt geht's wieder, okay. Ging gerade nicht. Gut. Also jetzt brauche ich G. Warte mal, ich mach mal G. Boah, es ist... Ah, es hat schon eine krasse Atmosphäre, Leute, auf jeden Fall. Hui! Der Clown! Hui! Okay. Wo stimmt denn mit dem nicht? Hätte ich jetzt fotografieren müssen, oder was? Was hätte ich jetzt machen sollen? Wo soll ich mich verstecken? Clown? Was willst du, Junge? Sieht doch cool aus, freue ich mich. Clown ist gut. Oh, muss ich nochmal machen, oder was? Oh, nerv. Die Frage ist ja dann, wie kommt man an dem vorbei? Kann ich ja jetzt nicht testen, weil ich ja nicht... Oder wenn du hier rauskommst durch der Tür, also link, genau, dort durch, oder kannst du hier gleich einen Keller von hier aus? War das die Keller... Nee, das war nicht die Kellertür. Kamera nicht mehr. Achso, du musst das wieder aufsammeln. Ja, das war's Board. In einem Board können wir uns Die Kamera. Genau. Und können wir von, wenn wir raus... Hier vielleicht, warte mal, hier vielleicht verstecken? Nee. Nee, können wir auch, wenn wir hier links... Nein. Ja. Was ist denn, wenn du bist ja hier raus, die Tür, und dann ist er auf dich zu? Wenn du ja, rechts, wenn du ja gleich rechts ja, lang gehst, wenn du rauskommst. Muss ich dann, ja. Nee, hier kann ich zum Beispiel nicht durch, das war zu. Okay. Decken kann ich mich nicht, bleibt mir nichts anderes übrig. Dann gucken wir uns das an, Leute. Puh. So, auf ein neues. Oh, sind wir eins. Nein. Warte mal. Nee, das. Die eine. Bestimmt die eine ist ja rückwärts. Dann wieder vorwärts. Aber wie komme ich jetzt auf 1? Ja, eine 3 vorwärts eingeben, eine 2 rückwärts. Ja, ich bin auch dämlich, hast recht. Ja. So, also 3, ab, 2. Nee. Da zählt es dann nur hoch. Da zählt nur hoch. Zählt nur hoch. Komm, ich auf 0. Ach, warte mal, ja. Ne, dann 3 mal die 3. Ja. 4 mal die 3, ja. Ah, oh fuck. So. Dann haben wir 9 gesorgt. Die 9, genau. Dann der 8. Ich werde es nicht haben. Das ist ein Goal. 8. Und das 7. Und das 7, so. 3 ist ein 1. 4. 7. Leider. Oder können wir uns ein... Naja, das wird aber auch gehen. Naja, aber was soll ich... Ich bin ja geliefert. Außer das ist das Ende der Demo, Leute. Wir können ja gucken, ob du rechts lang... Naja. Und jetzt? Nee. Okay. Also ich... Geh schon davon aus, du musst dich verstecken. Ja. Aber wo soll ich mich verstecken, Leute? Was soll ich denn machen? Das weiß ich auch nicht. Wenn ich rechts rumlaufe, kriegt er mich sofort. So. Ich habe hier nirgendwo einen Schrank, wo ich mich verstecken kann. Ja. Das stimmt. Ich kann mich hier am Board, könnte ich mich verstecken. Okay, ich kann die Tür zumachen zum Beispiel jetzt einfach. Ich muss ja nicht rauslaufen. Aber dann triggerst du den ja nicht. Ich glaube, das ist ja schon ein Triggerpunkt hier, ne? Ich bin das Arschloch. Komm, könnte man sich vorstellen, dass er es triggern muss, ja. Clown, wir treffen uns in Smash Legends, Junge. Da fliegen deine Pfeffis. Na, das kann ich dir versprechen. Da kriegst du aber richtig aufs Maul, Junge. Aber der kriegst du richtig auf die Fresse. Und hier kann ja dann auch nicht hier lang, kann ich nichts machen. Hinter den Vorhängen wäre auch... Ne, geht auch nicht. Ja, vor allen Dingen zoomt er sich ja ran, ne? Man, genau, da zieht sich ran. Ja, ich kann es noch einmal versuchen, Leute, aber ich kann natürlich nichts versprechen, weil ich verstehe es halt nicht.
Aber wir können es noch einmal versuchen. Wenn so, nicht, machen wir nochmal los. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Denn auch für einen angezockt. Wir wollen das ja nicht als Let's Play durchballern. Da passt es schon. Genau, aber ich würde es noch einmal versuchen wollen. Mit der 1 habe ich es ein bisschen. So, das haben wir jetzt. Kommen die 9. Kommen die 8. Ja, die 8, jawohl. Hm? Und ja, die 7. Time to go in the bed. Weil unser Ziel ist ja, ins Schlafzimmer zu kommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Treppen hoch. Weil unser Schlafzimmer ist ja oben. Wenn, ja. So. Aha. Wird da erst Ah, da dreht sich. Alles klar, da läuft rum. Na gut, das hat man aber vorher nicht gesehen. Nee. Gut, aber wo weiß ich jetzt, wann ich aufmachen kann, ne? Das. Ja. Riskieren? Ja, musste ja irgendwann mal, ne? Ich glaube, jetzt steht er vor der Tür. Links. Oh, ne, er ist hinten in dem Raum. Siehst du das? Da hinten drin ist er jetzt. Also wenn du rauskommst, rechts ist er jetzt. Ja. Ja. Und jetzt läuft er wieder zurück. Okay, der befindet sich oder läuft zumindest aber anscheinend außerhalb dieses. Also außerhalb dieser zwei Räume. Wahrscheinlich, ne? Guckt er jetzt hin? Jetzt guckt er wieder dort vorn. Nee, das ist hinten. Ja, jetzt könntest du vielleicht vorbei. Oh je. Ja, das finde ich ein bisschen doof. Das macht okay. Ja. Aber theoretisch wahrscheinlich genau so. Abwarten im richtigen Moment, vorbei, schleichen, rennen, was auch immer. Und ab ins Bett, okay. Aber man muss ja einmal was sagen. Ich glaube mich zu erinnern wirklich, dass wir den ersten nicht ganz so gut finden oder fanden. Ja. Aber der ist also atmosphärisch und so schon nicht ganz schlecht. Mhm. Aber gut. Aber was halt bei uns immer der Fall ist, wir lieben halt Horror von Schreckeffekten oder halt sowas in der Art wie Resident Evil oder sowas, Rätsel. Aber so dieses Hide and Seek ist jetzt nicht so unser Steckenpferd. Im Allgemeinen nicht. Aber dafür war es ganz okay. Ja, war okay. Hat Spaß gemacht. War keine schlechte Demo. Lass mal einen Daumen da, Kommentare und freu dich auf die nächsten Aufnahmen. Tschüss. So ist es. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschaußen.